Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, wie wir das Passwort von Kali Linux rausfinden können. Und wenn du es nicht mehr weißt und geändert hast, zeige ich dir auch noch, wie du das rausfinden kannst oder dir ein neues Passwort einstellen kannst. Also, wenn dich das Ganze interessiert, sehen wir uns gleich. Tschüss! Hey, Cybersecurity. Be part of IT. Gut. Das Passwort für Kali Linux ist entweder, wenn du ein altes Kali Linux verwendest, root und dann Tor. Ich schreibe es dir mal auf, dann kannst du es besser lesen. Also root ist der Login und Tor ist das Passwort, also Standardpasswort von alten Kali Linux. Also ich schreibe jetzt hier mal alten und vom neuen ist das ganze Kali, also der Login und Kali. Also das ist die ID und das ist das Passwort. Zweimal dasselbe. Probier das erstmal aus, bevor du das Ganze jetzt hier machst, was ich dir zeige. Aber wenn du das sicher bist, du hast es vergessen und geändert, dann machen wir jetzt weiter. Gut, wir starten unsere virtuelle Maschine. Und dasselbe funktioniert auch, wenn du nicht virtuell unterwegs bist, also direkt, ja, startest ohne VM. Dann klicken wir hier rein, drücken E, während es startet, die Taste E. Und wir sehen hier oben, es wurde jetzt schon dreimal E geschrieben, weil ich das öfter geklickt habe. Genau. Das löschen wir dann wieder raus. Und jetzt müssen wir hier nach unten navigieren und wir suchen. Genau. Linux suchen wir. Und dann hier das Boot und so weiter. Hier gehen wir ans Ende der Zeile hin. Und wir ändern hier bei RO, ändern wir dann das alles ab. Genau, dann geben wir hier RW ein. RW, das müssen wir anpassen. Und das löschen wir erstmal alles weg hier hinten. Das Splash. Okay, das ändern wir zu RW um, das RO zu RW, dann init, RD, dann ein ist gleich. Ein ist gleich ist auf der amerikanischen Tastatur ein Apostroph, also neben dem Fragezeichen die Taste. Genau, dann das ist gleich, dann ein Schrägstrich, der ist in der amerikanischen Tastatur ein Minus oder ein Bindestrich und die brauchen wir halt, also das ist gleich und den Schrägstrich, das muss hier dort nicht stehen. Genau, ich sage euch das, dann müsst ihr das nicht extra nachschauen. Dann geben wir install ein, dann wieder Bindestrich oder Schrägstrich, install, naja, haben wir schon, init wieder, dann rd.gz. GZ natürlich mit Y geschrieben, wegen der Tastatur-Layout. Dann wieder init. Dann wieder Minus oder ist gleich. Nein, wir brauchen das Apostroph ist gleich. Dann Minus oder Schrägstrich bin. Und dann nochmal den Schrägstrich und dann Bash. Genau. Wenn wir das hier alles richtig abgetippt haben, dann einfach Steuerung X drücken und das System wird neu gestartet. Wir sehen jetzt hier, es tut sich einiges und wir sind jetzt hier als Root unterwegs. Also, ja, ich hoffe man sieht. Wir sehen hier unten Root. Und da tippen wir jetzt einfach den Befehl für Passwort ändern. Das ist passwd ein. Und dann können wir unser Root-Passwort ändern, also das Passwort vom Admin sozusagen für die Windows-User. Und da geben wir jetzt einfach unser neues Passwort ein, bestätigen das noch einmal. Man sieht nicht, wenn man hier tippt und denkt an die amerikanische Tastatur. Genau. Jo. Ich habe mich scheinbar jetzt vertippt. Das darf natürlich nicht passieren. Und jetzt habe ich es richtig gemacht. Jetzt steht hier Passwort Update successful. Also hat geklappt. Genau. Um jetzt wieder normal zu starten, einfach hier exec eingeben, wieder Schrägstrich,
/espin/init. Genau. Und jetzt startet unser Kali Linux ganz normal, wie wir es gewohnt sind. Und beim nächsten Neustart ist es auch wieder so eingestellt, also ihr kommt nicht mal in das komische Terminal, wo wir gerade drin waren. Also es läuft jetzt einfach einloggen mit Root und dem Passwort, das ihr gerade festgelegt habt. Und schon habt ihr es geschafft. Ihr könnt euch wieder einloggen in euer Kali, ganz normal, wie gewohnt. Und ja, wenn dir das Video geholfen hat, gib doch ein Like, schreib einen Kommentar und ansonsten abonnier den Channel. Wenn du mehr IT-Sicherheit oder IT generell erfahren willst, dann schau dich ein bisschen auf meinem Channel um. Hier findest du genug. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Be part of it und bis zum nächsten Video. Peace!